Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur, immer noch Reckoning. Und wir sind zuletzt im Quest-Ausbruch gewesen. Krilgarin hat mir erzählt, dass Grimm Ohnweg, der Mann, der mich für die Reisenden rekrutierte, verschwunden ist. Ich soll nun an seinem letzten bekannten Aufenthaltsort herausfinden, was aus ihm geworden ist. Und ihm, falls nötig, helfen. So. Keine Ahnung, ob wir das hier im Dudelsternlager jetzt machen sollen, aber weiß auch nicht. Wo gehe ich denn jetzt mal hin? Ich gehe mal raus hier, ne? Raus aus dem Sternlager sollte ich. Okay. Finden wir den mal. Den Ohnweg. Den Dödel, der sich da draußen verirrt hat oder angegriffen wird. Immer her mit den Monstern. Her mit den schwierigen, gemeinen, bösen Monstern. Wir sind bereit, Leute. So. Und ich soll nach Onswehr. Und das ist hier. Und da reisen wir nochmal hin. Und schon wieder Ladebildschirm. So, und hier sind ja gar nicht irgendwie voll die Gegner um mich herum. Wollen wir mal die angreifen und dann schnell abhauen? Ist lustig, oder? So, haha. Na, haha. Hoho. Oh, ich bin viel zu stark. Das ist ja doof. Guck mal, ich mach die viel zu schnell platt. Wie schnell ich die platt mache alle, ey. Wenn ich so überlege, wie lange ich vorher dafür gebraucht habe. Störungshemmer. Ich meine, gut, ich sammle immer noch Erfahrungspunkte, ne? Kann nicht schaden. Und wenn die da hinten hier die Leichen sehen, wissen sie, womit sie es zu tun haben hier da hinten, ihr Klopsi-Freunde. So, wir gehen nach Onswehr. Da waren wir auch schon mal. Sonst hätten wir den Ort ja nicht jetzt beschnell reisen können. Weißt du ja, ne? Weißt du Bescheid. So, wir gehen hier hoch. Da war ich auch noch nicht. Hör mal auf, hier rumzunerven. Muss überhaupt nicht sein. Nervt mal nicht ab hier, Leute. Nervt mal nicht ab. So, können wir den mal hier nicht? Komm, wir holen den mal raus da. Irgendwo gibt es hier bestimmt einen Schalter. Oder so. Kommen wir denn mal an den ran? Hm. Gibt es hier keinen Hebel oder so? Ach doch, können wir mit ihm reden? Das ist doch... ihr seid es, Täubchen. Ein Glück, dass Krilgarin euch geschickt hat. Ich hatte schon befürchtet, der Hierophant würde es irgendwie verhindern. Wie wurdet ihr geschnappt? Ich wurde reingelegt. Der Hierophant hat mich hierher geschickt, um ein paar Jotto und ein altes Buch zu stehlen. Die schwarzen Sendschreiben. Das klang alles ziemlich einfach. Allerdings hat mir ein Trupp gnomischer Prätorianer aufgelauert, die auch auf der Suche nach den Sendschreiben waren. Sie wollen das Buch haben, Täubchen. Und sie werden uns beide dafür töten, dass wir uns eingemischt haben. Stehlt den Zellenschlüssel oder knackt das Schloss und besorgt mir meine Hilfsmittel. Dann kann ich mich hier rausschleichen. Ihr könnt allerdings auch versuchen, die Sendschreiben vor den Gnomen zu finden und uns damit die Freiheit erkaufen. Wie kriege ich euch nochmal frei? Ich kann nicht einfach hier rausmarschieren. Deshalb müsst ihr mir meine Hilfsmittel wieder beschaffen. Um die Zelle zu öffnen, müsst ihr das Schloss knacken oder den Schlüssel stehlen. Oder ihr beschafft euch die schwarzen Sendschreiben, das Buch, wegen dem die Gnome und ich hier sind. Damit könntet ihr uns die Freiheit vielleicht erkaufen. Mhm. Erzähl mal was über dich. Ich habe es geschafft, mir hier ein ziemlich schönes Plätzchen zu sichern. Ich werde noch nicht gleich hingerichtet und wäre euch somit ausgesprochen dankbar, wenn ihr mich hier rausholen könntet, bevor das geschieht. Okay, gut. Der Hierophant? Ah, ihr meint den geliebten Leitstern der Reisenden? Ich würde mal sagen, mich hat eher ein aufgeblasener Despot hier reingebracht. Es war der Wille des Hierophanten, der dafür gesorgt hat, dass ich hier eingesperrt werde. Ich würde euch liebend gerne mehr erzählen, nachdem ihr mich hier rausgeholt habt. Ja. Beeilt euch. Ja. Bin mal locker hier. Und nicht so hastig, kleiner Hobbit. Ha? Ich hab sie noch gesehen. Ich wollte es gerade noch sagen. So, komm mal her hier, du. Dass die... Oh, jetzt habe ich die blöden Chakrams mitgenommen. Wo will ich eigentlich hin? Bin voll falsch hier. So, wo kommen die denn jetzt her?
So. Mit meinen schnellen Pfeilen hier kriege ich das hin. Nehme den ganzen Schrott mit. Hier kann ich auch nochmal lang. Hier soll ich sogar lang. Hier komme ich zwar gerade her, aber okay. Warte, da lang. Hebel gedreht. Haha. Meisterhafte Magierintelligenz. So. Die schwarzen Sendschreiben. Erst kürzlich eingetroffen war, entdeckte mein Meister in einer der gefallenen Festungen dieser gottlosen Dämonen bereits eine äußerst seltsame Trophäe. Ein Buch in eine Haut gebunden, die selbst unsere Gelehrten nicht erkennen. Es lässt sich nicht öffnen, so sehr wir uns auch bemühen. Welche Geheimnisse versiegeln die Heiden in einem solchen Text? Der Rest des Buches beschreibt die Reisen des Templers Sable während eines Feldzuges in einem fremden Wüstenreich. So, das nehme ich mal mit. Genau, da ist noch eine Kiste. Die machen wir mal auf mit unseren 26 wunderschönen Dietrichen. Und nehmen das alles mal mit. Damit wir es danach wieder irgendwie wegschmeißen können oder so. Mal gucken. Ja. So, der hatte irgendeinen Stab des Lichts. Brauchen wir nicht. Können wir mal hier oben lang. Ja, bin doch am Hebel vorbeigelaufen. Der ging doch nicht. Der geht nicht. Welcher Hebel dann? Ach, nö, ne? Wie jetzt? Wie jetzt? Aber der Hebel geht nicht. Ja, dann ist es wohl ein anderer Hebel. Das ist ja schön, dass ich hier umsonst durch die Gegend laufe. Dann nicht. Laufen wir eben die ganze blöde Runde außenrum. Kein Problem. Haben wir auch richtig Spaß dran. Ja. Laufen, 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 laufen. Da sind noch mehr Leute. So, Waffen. Wir nehmen mal hier wieder unsere coolen Dolche. Die coolen Dolche. Ich hoffe, sie hat sie jetzt ausgerüstet. Der eine darf uns nicht sehen. Der kommt da schon so auf uns zumarschiert. Er ist ganz aufmerksam. Ich merke das schon. Wo kommt der jetzt lang? Der Assi. Geh mal weg da, Klopsi. Ja, der da rummarschiert, der nervt ein bisschen, ne? Wenn der nicht wäre. Genau, seid doch. Geh mal weg hier. Oh, ja. Ja, komm. Mach mal hier dein Werk. Tada! Geil! Das macht immer so mega Spaß. So, der hat das nicht bemerkt. Dann nehmen wir uns gleich den nächsten. Oh, voll gut. Kommt der hier zurück? Nö. Kriegen wir den auch noch hin? Das wäre natürlich grandios. Ja. Das war doch mal eine geile Aktion. So. Haben wir auch ein paar schöne Dinge mitgenommen. Haben die auch noch was für uns? Nö. Ja, das hat Spaß gemacht. Und die Hühner sind frei. Quest gelöst. Nimmt die Falle, hat mich auch nicht gekriegt. Vielleicht haben wir hier in diesem Part mal Glück. Wäre schön. Oh, in die zweite bin ich wieder reingerannt. So, so, so. Nun laufen wir ein bisschen schneller hier. Warte, warte, warte. Nein, nein. Lass das mal sein, du. Den kriegen wir auch von hinten gemorchelt. Brauchen wir uns gar nicht die Mühe machen mit unseren Pfeilen. Genau. Was soll das? Tada. Außerdem macht das viel mehr Spaß und man kriegt auch mehr Erfahrungspunkte. So.
wie komme ich jetzt hier weiter? Habe ich jetzt hier Pech oder was? Na geil. Wo hätte ich jetzt eine Abzweigung nehmen können, wenn ich hier nicht weiterkomme? Und ich erinnere mich auch noch, dass ich hier war, ne? Also es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Voll scheiße. Mach ich denn jetzt? Wir sind doch die ewige, lange Strecke hier rumgelaufen, weil wir da hinten nicht weiterkamen. Ja, das war klar, dass ich da reinrenne. Wo hätte ich denn jetzt, wie komme ich denn jetzt hier raus? Verdammt. Ich glaube, ich brauche mal eine Karte. Also so, weil irgendwie bin ich jetzt verwirrt. So. Hier kann ich nur hochspringen, quasi, und das geht ja nicht. Das heißt, ich muss hier irgendwie zurückkommen. Warum bin ich hier aber nicht zurückgekommen? Das ist doch voll scheiße. So, ich mach mal hier so ein Sehe ich das besser? Muss hier irgendwie weg, ne? Bisschen blöd gelaufen. Vielleicht müsste ich da einmal nach unten. Geht's hier irgendwie nach unten einmal? Nee, ne? Nee. Geht's doch gar nicht. Was habe ich falsch gemacht? Da hinten ging's doch auch nicht lang. Ich werd verrückt. Also hier ging's doch nicht weiter. Ich bin doch nicht doof, oder? Da war das mit der Scheiße mit dem Hebel. Wo finde ich denn jetzt den Hebel? Da muss ich den Hebel finden. Sonst kommen wir hier nie weg. Hebel! Hebelchen! Hebelchen. Hier ist ein Hebel, aber der ging nicht. Anderer Hebel, bitte. Anderer Hebel. Weil Hebel will nicht. Es muss noch einen anderen Hebel geben. Diese Tür wird durch einen Hebel in der Nähe geöffnet. Hebel. Nicht. Funktionstüchtig. Ja. Noch ein anderer Hebel vielleicht? Ein anderer Hebel und so? Mach jetzt mal die Augen auf nach einem Hebel. Das habe ich auch noch nicht aufgepasst oder so. Oh nein. Scheiße, jetzt bin ich hier voll gefangen und so. Oh nein. Ist jetzt schon ein bisschen blöd, ne? Schon scheiße irgendwie. Ja. Den blöden Hühnern hier zusammen zu sein. Oh, hier ist noch eine Kiste. Helm der Giftschlange. Was können wir denn mal wegschmeißen jetzt? Weil wir haben ja Mist eingesammelt. Bestimmt 200 Finger. Ja, das zum Beispiel. Und das auch. Dann ist da der Plunder schon mal weg. Und dann können wir neuen Plunder mitnehmen. Und den nehmen wir auch nochmal mit. Türe und Dingsbums. Und dann haben wir voll viel Glück. Jetzt. Mit Hebelsuche. Ey, das gibt's doch nicht. Da muss es doch irgendwie was da, fühle ich mich verarscht. Spiel. Ich mache jetzt einen Cut und dann, weiß ich, wie es hier rausgeht. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt tatsächlich neu laden müssen, weil der Hebel wirklich einfach nicht ging und ich bin wie blöde hin und her gelaufen und werde einen Teufel tun, diesen Hebel nochmal zu ziehen. Das hätte ich einfach nicht machen sollen anscheinend, weil danach kannst du ihn ja nicht mehr bewegen. So ein Blödsinn, ganz ehrlich. Natürlich fehlen mir jetzt wieder ein paar Sachen, die ich eingesammelt hatte und so. Aber ich glaube, da war jetzt auch nichts bei, wo es jetzt voll weh tut. So. Er will ja immer noch nicht raus, ne? Oder geht das jetzt mittlerweile? Ich meine, wir können ja mal erstmal weiterlaufen. Er kann ja noch mal kurz warten. Und dann laufe ich hier weiter durch die Tür und... Dreckige Dieben. Was macht er denn hier eigentlich? Ja. Gut, lass die mal hier rumlaufen. Da hinten gibt's ja jetzt wieder was. Noch eine Reisende? Hier wimmelt es ja von euresgleichen. Falls ihr denkt, dass es euch besser ergeht als dem in der Zelle. Moment mal. Ihr habt den heiligen Text. Übergebt ihn mir unverzüglich. Ja, alles hatte ich doch noch gar nicht, oder war das schon alles? Nun, nur wenn ihr Grimm Ohnweg befreit. Gebt mir die Sendschreiben und ihr könnt haben, was immer ihr wollt. Der Dieb kann gehen, genau wie versprochen. Ihr könnt den Schlüssel zu seiner Zelle haben. Und nun verschwindet von ihr alle beide. Sag mal was über ihn. Der andere Reisende? Der Narr ist hier reingestolpert, als wären wir nichts weiter als stumpfe Tiere.
Wir haben ihm jedoch schnell klargemacht, mit wem er es zu tun hat. Ja, ihr seid super. Ganz klasse, ihr seid ganz toll. Einfach mal Leute einsperren ist total gut. Total richtig. So, wir laufen zurück, wir befreien den mal und dann haben wir das ja auch erledigt. Und folgen weiter unserem Gruppierungsquest. Hebel nicht bedienen, Hebel nicht bedienen. Ja, aber wer denkt das auch, ne? Das macht man schon so automatisch. So, aufgemacht. Sag mal was dazu. Täubchen, ich weiß nicht, wie lange diese gnomischen Prätorianer noch gewillt sein werden, mich am Leben zu lassen. Seid ihr meiner Befreiung einen Schritt näher gekommen? Ihr habt eure Freiheit erkauft. Ich habe eure Freiheit erkauft. Ich hasse es, diesen verfluchten Prätorianern zu geben, was sie wollen. Aber es war wohl der einzige Weg, richtig? Das alles allein ist die Schuld dieses verdammten Hierophanten. Aber jetzt, wo ich frei bin, wollen wir doch mal sehen, wie sehr unser geschätzter Anführer es bereuen wird, dass er mich in diese Zelle geführt hat. Ich mache mich jetzt ein wenig rar, Täubchen, und ihr solltet das lieber auch tun. Aber wir sehen uns schon bald wieder. Verlasst euch drauf. Beeilt euch! Ja, ist ja gut. So, ja, dann laufen wir mal einfach hinter ihm her. Der führt uns ja raus. Bestimmt ins Sternlager und mal gucken, ja. Ich wette, dann kommt halt die nächste Aufgabe. Ja, die leben jetzt wieder alle, weil ich habe sie ja quasi nicht getötet, weil ich neu laden musste. Toll. Ich gehe mal... Wo gehe ich hin? Eigentlich ins Sternlager, ne? Macht das nicht mehr Sinn? Soll ich da nicht hin? Ich mach das jetzt mal so auf gut Glück. Obwohl der gelbe Kringel woanders war, aber... Ja, ich bin richtig. Warum wird der mir immer so woanders angezeigt, wenn ich doch hier richtig bin? Komisch. Naja. Ihr habt Grimm befreit. Das habt ihr gut gemacht. Ich habe gehört, dass er jetzt auf einer persönlichen Mission ist, aber ich weiß nicht, wo er sich befindet. Ich wünsche ihm nur das Beste. Allerdings sind seine Anschuldigungen hinsichtlich des Verrats des Hierophanten äußerst beunruhigend. Würde der Hierophant wirklich so weit gehen, um eine einzige kritische Stimme zum Schweigen zu bringen? Eure Aufgaben hier sind beendet. Es ist an der Zeit, dass ihr das Mondlager in den Eratel-Ebenen aufsucht. Der Anführer des Lagers, Irion Tal, hat bestimmt Arbeit, die auf euch wartet. Aha, okay. Möge sich der Weg erheben, um euch zu berühren. Klingt schön. Mal gucken, ob wir uns so berühren lassen bei Irion. So, und nun, soll ich... Oh, jetzt geht's aber weit weg hier. Und zwar... In der Nähe von Rathier ins Mondlager, da gehen wir mal hin. Und wir waren da schon. Aber so richtig Bezug dazu habe ich eigentlich nicht zum Mondlager. Ist halt auch nur ein Lager, ne? Na gut. Wir waren ja hier zuletzt, glaube ich, bei dem Kleidungstypen. Das war... War das nicht hier? Ich glaube schon. Auf jeden Fall... sind wir jetzt wieder hier. Und mal gucken, was jetzt hier so passiert. Guten Abend. Welch Geschöpf sehe ich hier vor mir? Ich kann nur annehmen, ihr seid jene Befähigte, die ich nach den Worten des Hierophanten erwarten sollte. Wenn ihr doch nur früher gekommen wärt. Vielleicht hättet ihr mir helfen können, das Herz meiner Maire zu halten. Wovon redet ihr da? Oh, nichts, womit ich euch behelligen sollte. Nach allem, was ihr im Sternlager geleistet habt, was ist da an einem Alpha mit gebrochenem Herzen schon Besonderes? Ich hätte euch mehr darüber erzählen sollen, welcher Art eure Mission... Oh, bitte gebt mir nur einen Moment. Maire, meine arme, wundervolle Maire. Ach, hör auf zu jammern, mein Herz ist auch gebrochen. Was ist passiert? Wer ist Maire? Meine Kelchdame. Die einstige zweite Anführerin des Mondlagers, meine Gemahlin. Wie glücklich waren wir in den Jahren nach unserer Vermählung und wie traurig sind wir in diesen Stunden. Sie stammt aus einer adligen Familie und ich war ihr Narr. Wir verliebten uns, brannten durch und schlossen uns den einzigen an, die unsere Liebe nicht verurteilten, den Reisenden. In letzter Zeit jedoch haben die Mühen dieses Lebens ihren Preis gefordert.
Sie hat mich und dieses Lager verlassen, um im Tempel der Lyria Zuflucht zu suchen. Oh, also wegen dieser Mission. Euer Problem interessiert mich nicht. Ciao. Ich bin derzeit nicht in der Verfassung, euch helfen zu können. Ich möchte allein sein. Ich brauche noch immer ein wenig Zeit. Ja. Sehr schön. Ja. Geht zum Schrein des Hierophanten und betet. Dort werdet ihr von unserem großen Anführer die Vorzeichen der nächsten Mission erhalten. Wieso immer soll ich beten? Was ist mein nächster Auftrag? Ihr müsst am Schrein des Hierophanten... Der große Abgang. Welch eine Freude. Ja, ich gehe beten. Lasst mich alle in Ruhe jetzt. Wendet sich jemand mit einer Bitte an mich? Ah, ja. Aber es ist sonderbar. Ihr scheint in Schatten gehüllt, verborgen vor meinem Blick. Ah, ihr seid es, Schatten. Wir sind weit von den Wäldern Dalentarts entfernt. Ich sehe, ihr seid begierig, eurem Leitstern zu dienen. Total, ich will eure Vorahnung hören. Gebt mir einfach eine Mission. Achtet auf euren Ton. Ich bin der Hierophant und durch mich verdient ihr euer Geld und euren Lebensunterhalt. Gebt mir keinen Grund, euch zu zürnen. Ich habe die Gegenstände gesehen, die ihr stehlen müsst. Den Kelch der Spätlese aus der Unterstadt und den Siegelring der Wyvern Gifres aus der Oberstadt. Und als letztes müsst ihr die Kutte der Maid aus dem Tempel der Lyria stehlen. Diese Schätze sind mein Segen für euch. Mhm. Zählt mir von dem Kelch. Angeblich verwandelt der Kelch der Spätlese jegliche Flüssigkeit, die in ihn hineingegossen wird, in erlesensten Wein. Er befindet sich derzeit im Besitz eines Hausierers namens Weinrich. Er hält sich in der Taverne zur feuchten Gischt in Rathier auf. Nehmt ihm den Kelch ab. Ja, klar. Erzählt mir von dem Ring. Er ist der Siegelring der Wyvern Gifres, eines der großen Häuser von Rathier. Der Patriarch Epsol ist ein geselliger Mann. Ihr werdet ihm den Ring abnehmen müssen, wenn euch gerade niemand beobachten kann. War ja auch klar. Erzählt mir von der Kutte. Die Kutte der Maid ist ein zeremonielles Kleidungsstück, das dem Tempel der Lyria gehört. Sie wird ausschließlich bei den Feierlichkeiten während einer Mondfinsternis getragen. Ich fürchte jedoch, ihr seid nicht die Einzige, die nach ihr sucht. Maire Ganan hat dasselbe Ziel wie ihr. Soll ich sonst noch was wissen? Ihr seid nicht die einzige Diebin, die nach der Kutte der Maid sucht. Dasselbe gilt für Maire Ganan, ehemals aus dem Mondlager. Die Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Irion und Maire sind mir nicht unbekannt. Löst sie und ihr könntet euch das Leben erleichtern. Ich werde mir Mühe geben, ne? Ciao, ich habe gebetet. Wir gehen wieder klauen. Genau das Richtige nach dem Beten. Genauso stellt man sich das vor. Bete jetzt auch nur noch, um Missionen zu bekommen. Genau. So, da sind wir. Also noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Doch, wir sind quasi fast da, wo wir hinwollen. Okay. Wir sollen Richtung Rathier laufen? Echt? Oder sollen wir nach Rathier sogar rein? Wir sollen nach Rathier sogar rein. Ja, ich nehme mal an, da finden wir die Sachen. Kommt bitte hierher. Das sind die Papiere. Okay. Ab nach Rathier kennen wir ja schon die Stadt. Also die kennen wir ja schon. Doch, die kennen wir schon etwas besser. Zehn Jahre. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinrennen, also was wir da als erstes finden werden. Irgendwas wird es hier aber geben. Oh, sogar beide Sachen wird es hier geben. Zwei von den drei Dingen, die wir finden sollen. Und die holen wir uns im nächsten Part. Bis dann.